Hallo, ich heiße Hyunok Jang, ich bin Koreanischlehrerin. Ihr habt schon einmal 같이 gehört. 같이 heißt zusammen, gemeinsam. Wie schreibt man das? 같이. Normalerweise wird der Batim in die nächste Silbe hinübergezogen. So, 같이. Aber das ist nicht 같이, 같이. 같이. 바로 받침 to trift e dann wird to als zu ausgesprochen und das ist nur Platzalter. So 받침 to trift den Vokal e dann wird to als zu ausgesprochen. So 같이 같이 zusammen, gemeinsam. Das ist Maji, nicht Madi. Maji. Maji. Wenn Batim D, den Vokal I trifft, dann wird D als Z. Z ausgesprochen. So, Batim D trifft I, dann wird D als Z ausgesprochen. So, 맞이, 맞이, 같이, 같이. Kuji. 네, 받침 D und S, I. So, Kuji. 네, Kuji, Kuji. 미다지. 네, 미다지. 미다지. Und 받침 T trifft I. Dann 받치. 받치. 붙이다. 네. 붙이다. Spread mit 굳이. 굳이. 미다지. 미다지. 받치. 받치. 붙이다. 붙이다. Danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal.